Hallo ihr Lieben. Na, es ist Sonntag. Ja, ein gepflegter, ruhiger Sonntag. Schön. Mein Kaffee dampft und das ist eigentlich für uns ein gutes Zeichen, denn dann bin ich zufrieden und glücklich. Und dann können wir ja eigentlich gleich mal in die Vollen starten. Ich habe mir jetzt mal gedacht, wie wir aus unserer, ja, doch eigentlich ständig angespannten Finanzsituation hier rauskommen. Und deswegen würde ich sagen, wir erschließen uns mal das Goldvorkommen. Komme ich denn da rein? Ja, das klappt. Wunderbar. So, produzieren wir natürlich jetzt erstmal ein bisschen Unkosten, das ist klar. Aber hilft uns ja nichts, ne? Hilft doch nichts. So, und dann machen wir das hier wieder aus. Und dann haben wir hier echt schöne Aussicht aufs Dorf. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, dass wir an das Gold rankommen. Ne? So, gucken wir mal. Wie viele Leute habe ich denn eigentlich? Gar keine. Oh. Ist natürlich schlecht, ne? So. Aber bevor ich das mache, bevor ich das vergesse. Ich habe nämlich gestern so aus dem Augenwinkel dann noch nämlich gesehen, dass der liebe Kai zwar jetzt eine super Position hat hier, ne? Allerdings wohnt er ein bisschen weit weg. Ne? Jetzt muss ich mir erstmal gucken, wo ist er? Da ist er doch schon. So, da haben wir doch. Hier, guck mal, 154 Meter. Das geht ja gar nicht. Da kann ich eigentlich mal gleich gucken, wo die anderen wohnen. Dass wir da mal ein bisschen... So. Ja, die hier, guck mal. Alle zu weit weg. Deswegen würde ich sagen, wir kündigen die Mietverträge da, wo sie jetzt gerade sind. Gucken wir mal. Wo sind wir denn? Hier, ne? Da... Da ist sie doch. Und die Burgin ist da auch gleich drin. Okay. Dann kommt die Burgin weg und der Kai ist ja auch gleich drin. Ist ja praktisch. Ist ja voll praktisch. So, alle mal raus. Dankeschön. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt müssen wir natürlich darauf hoffen, dass ich da drüben genug Platz noch habe. Also mal kicken. Ist das überhaupt... Ah ja, hier, komm. Oh, ist ein Sitter? Doch, hier passt es. Nein, passt noch nicht ganz. Ich brauche noch ein kleines Häuschen. Kein Zugriff auf Housing. Ich weiß. Ich bin doch dabei. Ne? Läuft doch alles. Hier, guck mal. Können wir hier so ein kleines Häuschen hinsetzen hier. So. Tada. Bam. Bauen. Und dann kriegen wir das gewuppt. Ne? So, dann mal gucken, ob die anderen schon eingezogen sind. Ja. Wieder ein bisschen weg. Nein. Und? Auch nicht. Gut. Nicht schlecht. Da sind wir jetzt 29 Meter von zu Hause weg. Das ist in Ordnung. Ihr habt noch nichts. Guck mal, ich lasse mal ganz kurz mal ein bisschen schneller laufen, dass das Haus fertig wird. Ja. Schauen wir mal. Das gibt mir natürlich wieder Gelegenheit, einen Schluck Kaffee zu trinken. Vier Leute haben wir jetzt, das ist okay. So. Ja, das wird doch hier eine schöne kleine Ansiedlung, ne? Später dann mal hier ein bisschen erweitern. Dass wir eventuell vielleicht hier hinten, also hier, ne, die komplette Holzproduktion. Eine richtig schöne Holzniederlassung. Mit allem Pipapo. Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Du hast ein Zuhause gefunden, das ist schön. Das ist sehr schön. Ihr zwei seid versorgt und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich sagen muss, wir brauchen jetzt hier einen Markt. Das hilft nichts. Wir brauchen hier einen Markt.
Und zwar würde ich vorschlagen, den setzen wir vor die Brücke. Oh. Den würde ich direkt hier hinsetzen, den Markt. So. Brauchen wir wieder drei Stück. Drei Stück. Beeren. Beeren ist gut. Beeren ist gut. So, einmal Bärchen. So. Zack. Beeren. Was haben wir noch? Brot, Fisch. Was haben wir? Von was haben wir mehr? Was haben wir hier noch? Käse. Machen wir hier Käse hin? Käse, 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 Käse. Komm, wir machen Käse. Was soll der Käse? Na? So. Können wir hier hin so setzen? So. Da. Käse. Und dann brauche ich allerdings noch Wagen mit Brot. Ne. Klamotten. Ich brauche eigentlich Klamotten. Nehmen wir da einen normalen Stand. Machen wir einen normalen Stand in die Mitte rein. Das macht sich immer gut. Den setzen wir ein bisschen weiter zurück. So, dass die sich nicht in die Quere kommen. Zack. Kriegt dann noch ein Deckelchen drauf. Holzdach. Reetdach. Machen wir mal Reetdach und dann probieren wir mal das hier aus. Ja, guck mal. Hier so. Hallo? Ach, jetzt magst du nicht mehr snappen oder was? Kriegen wir schon hin. Ja. Passt natürlich nicht. Klar. So. Das müsste jetzt passen. Ne? Ja, das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Das lassen wir mal bauen. So. 43 Meter von zu Hause. Kai, du wohnst jetzt hier in dem schnuckligen Haus, oder? Kann es sein? Wo ist es? Hier. Und? Jawohl. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Schade, dass man die Häuser nicht benennen kann. Schade. Man kann ja alles haben, ne? Man kann ja alles haben. Da wohnt jetzt also der Kai. Ja, das ist schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Da will ich jetzt allerdings gleich mal hier. Da will ich gleich mal hier. Mal kicken. Was haben wir hier? Ein Lattenzaun. Dann hat der Kai wenigstens alle Latten am Zaun. Flachwitz. So, einmal. Zweimal hier rüber. So, Lattenzäunchen. Einmal hier hinten verschwinden lassen. So, passt. Wackelt. Hat Luft. Warum snappst du so doof? Naja, ist wie es ist, ne? Das ist wie es ist. So, Marktplatz ist auch gebaut. Ja, das schaut doch ganz gut aus. Das schaut doch ganz gut aus. So, dann brauche ich hier noch eine kleine Lagerkiste. Da. Da. Und zwar brauchen wir zwei, ne? Brauchen wir zwei. Einmal hier. Zack. Und einmal hier. Zack. So. Bauen. Ist halt so. Ist halt so. Wir hätten natürlich auch hier rein gehen können. Ach ja. Gut, dann würde ich sagen, pack mal hier mal gewöhnliche Kleidung mit rein. Zack. Und engagieren uns hier noch einen Träger. Das passt dann. Dann kann ich die eine wieder abreißen. So, lass mal gucken. G3, hier, Lagerhaus, das kann weg. Löschen. Okay.
als er sich zumacht. So, ich brauche hier einen Träger, das reicht mir vollkommen. Und hier kommen rein Beeren und Käse. Käse. So. Zack, zack, zack. Das haben wir jetzt erledigt. Das haben wir erledigt. Und dann brauchen wir hier alle. Ja, wir brauchen hier eine Kirche. Ne? Sonst latschen die da nur wegen der Kirche einmal hier rüber. Was natürlich vollkommener Blödsinn ist. Jetzt will ich mal was. Ich probiere jetzt mal was. Ob es klappt, kann ich euch nicht versprechen. Glaube. Gottesdienst. Hier die Kapelle. Kann ich die da irgendwie so hinsetzen, dass das auch noch gut ausschaut? Das würde mich mal interessieren. Erweiterung? Nee. Alter Falter, ist das groß. Ein bisschen übertrieben, oder? Ein bisschen. Klein bisschen übertrieben. Aber könnte klappen. Das könnte klappen. Das könnte klappen. Auch für später mal. Das ist doch ideal, wenn ich hier dann die Tür halt. Snappen es an, okay. Da hat es doch gerade. Da. Snapp ich da oder snapp ich es hier? Ja, hier schaut es ein bisschen blöd aus. Ne? Wohl, warum nicht? Warum nicht? Ja, komm, das passt doch. Das kannst du so lassen, oder? So. Das können wir ja dann noch ein bisschen verschönern. Ich lasse das erstmal bauen. Ich lasse das erstmal. Aber dann sind die hier komplett autark. Ne? Die haben Wasser, die haben Klamotten, die haben hier Beeren, Käse und schießen mich tot. Dann muss ich natürlich jetzt schauen, dass ich jetzt hier vielleicht noch ein Häuschen hinsetze. Das wäre natürlich noch eine Idee. Dass wir uns hier noch ein kleines Häuschen hinsetzen. Ja, ein bisschen zu klein. Vier Stück passen da rein. Guck mal. Hier so ein kleines Häuschen. So. Neben dem Brunnen. So. Jawohl. Das ist okay. So, bauen. Okay. Damit hätten wir das jetzt erstmal ein bisschen abgedeckt. Ich warte jetzt, bis das Haus ist, bis ich dann die Marktstände da etabliere. Und jetzt gehen wir mal hier rüber. Und gucken mal. So. Was wir hier noch so Schönes machen können. Ne? So, hier bauen. Zack. Snappen ist an, ne? Guck mal. Hallo! Muss angeschlossen werden. Ja, ich würde gern. Ja, komm, haben wir zwei Stück. Was wir haben, haben wir, ne? Ja, komm. Verschönern wir das Ganze noch ein bisschen. So, dass auch noch was ausschaut. Hier nicht. Hier willst du nicht, oder was? Da hat es doch gerade noch gesnappert, oder? Können wir uns sparen. Gut, können wir uns sparen. Felsenträger. Okay. Kleiner Kran haben wir schon. Dann brauchen wir jetzt das Lager, um das erstmal überhaupt platzieren zu können. Setzen wir das mal hier so hin. So. Zack. Gut. Ja, komm. Das lassen wir bauen. Kann sich der Jeffrey mal ein bisschen die Beine vertreten hier. So. Da haben wir jetzt das Haus stehen. Das ist gut. Dann kann ich den Marktplatz aktivieren. So. 1, 2, 3. Okay. Machen wir lieber so.
So, Ressource, Beeren, das ist klar. Käse ist klar. Klamotten ist klar. So. Jawohl, schön auffüllen hier. Schön auffüllen. Käse fehlt noch, gut. Der Käse fehlt noch. Kann man die nochmal drehen? Kann ich das nochmal bitte sehen? Nein, ich kann sie nicht mehr drehen. Ach, ist doch wieder... Oh, das ist doch wieder... Das ist doch... Okay, müssen wir mit leben. Müssen wir mit leben. Ja, ist so. Oh Gott, unser Geld geht schon wieder weg wie nix, ey. Ja, ich sage, wir brauchen das Gold, damit wir dann noch ein bisschen mit Gold handeln können. Das wäre nicht schlecht. Und dann würde ich sagen, sobald wir die Beförderung haben... Oh Gott. Langsam mal, dann geht das bisschen Geld auch nicht so schnell weg. Das ist doch wieder blöd, ne? Das ist wieder blöd. Ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, dass wir auf jeden Fall jetzt mal die Neuankömmlinge zu Leibeigenen machen. Ich würde sagen, da können wir mal wieder die Bremse reinhauen. Na? Der steigert ja auch ein bisschen die Kaufkraft, ne? Schaut es denn eigentlich aus? Neuankömmlinge, 11 Stück können wir befördern. Sind schon wieder 11 Mäuler, die Essen brauchen, ne? Guck hin. Wie auf Stichwort. Zack. Was kostet uns das? 220 Housing und Gottesdienst. Das ist okay. Hä? Nahrung, Housing und Unterhaltung. Warte mal. Ich will mal ganz kurz was gucken. Ganz kurz nochmal was abchecken. Okay. Gut. Dachte mir jetzt gerade schon. Ne? Wirre Gedanken gehen am Morgen. So, das machen wir. Das machen wir. Wegdrehen. So. Das ist okay. Und dann vielleicht mal die Produktivität ein bisschen steigern, indem wir mal hier ganz kurz gucken. Lass mal die aufrufen. Die sind alle nicht so happy, ne? Lass mal die Schlimmsten raussuchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, guck mal. Guck mal. Widmen wir uns erstmal denen. Jeffrey, was ist denn los? Was meckerst du denn? Ach, du läufst ja gerade rum, ne? Lass mal ganz kurz gucken. So. So, du... arbeitest. Hier. Und lebst. Hier. Das geht natürlich nicht. Was haben wir denn hier? Hier ist noch ein Schlafraum frei. Haus Level 2, da machen wir mal ein Haus Level 1 draus. Wo haben wir es hier? Zack. Zack. Und dann würde ich sagen, schmeiße ich dich bei dir zu Hause raus. So, das ist das hier. Und. Hä? Spiel veräppeln? Ist doch das. Hä?
Warte mal, nochmal kurz weg. Zeisolf. Kein Zeisolf. Ah, guck hin. Der Teufel steckt wie immer im Detail. So, lass mal gucken. Das kriege ich gleich. Nee. Nee. Hier. Zeisolf. Da ist er doch. Zack, weg. Zack, zack. Du müsstest dann jetzt in die Nähe eigentlich ziehen. Was natürlich nicht schlecht wäre. Schauen wir mal. Dauert jetzt ein bisschen. So, 75 Meter, 118 Meter, 12 Meter. Also, nee. Dir geht's gut. Dir geht's richtig gut. So. 44 Meter, 64 Meter, Zufriedenheit 0. 0, 0, 0. Mal schauen, ob sie da jetzt noch was tut. Du arbeitest hier und wohnst. Ja, das ist Quatsch. Das ist wieder totaler Quatsch. Das ist natürlich Quatsch. So. Habe ich hier noch irgendwas? Commoner? Hier ist noch was leer. Ist aber ein Citizen House. Hm, das ist natürlich nicht gut. Das ist nicht so gut. Deswegen würde ich sagen, wir bauen jetzt hier noch ein kleines normales Haus hin. Wo ist der Eingang da? So. Mit der kleinen hohlen Gasse. So. So. Und dann können wir das hier auch erledigen. Wie schaut es bei dir aus? Ja, ich weiß. Ja, es tut mir schrecklich leid. Aber ich will dir doch nur was Gutes tun. Doch alles gut. Du musst halt auch nur einziehen. Ne? Das ist. Ja. Du musst doch eigentlich nur einziehen. Irgendwo wirst du schon noch was finden. Guck. Jetzt ist da jemand anders reingezogen. Ich halte da. Das ist doch. Ach, jetzt ist da jemand anders eingezogen. Typisch. Komm, hier ein schmales Häuschen rein. So. 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 Bauen. So. Und? Immer noch nicht. Das ist die. Warum? Geht noch näher, komm. Glaub's mir. Das geht noch näher. Ja, ja, du bist vertrieben worden, ich weiß. Hm. Ist das auch schon fertig? Nein, noch nicht. Noch nicht, aber gleich. Noch nicht, aber gleich. Aber hier ein bisschen schneller wieder. Geht es ein bisschen flotter. Dum-di-dum-di-dum. So geldtechnisch schaut es echt mau aus. Ah, schmaler Grat und so. So, was ist denn nun? Was ist denn nun? Ach, guck mal hin. 31 Meter, das bedeutet, du bist hingezogen. Nicht in das Haus, was ich dachte, aber ist okay. Ist okay, das können wir jetzt lassen. Und du so? Muss ich noch ein bisschen beobachten. So, was haben wir hier? 100%, 75 Meter. 44 Meter ist okay. Du bist, ja, die zicken immer mal ein bisschen rum.
Und hier haben wir 64 Meter. Das geht auch noch vollkommen in Ordnung. Hast jetzt du ein Zuhause? Immer noch nicht. Warum nicht? Oh. Hilfe. So, jetzt gucken wir mal. Zieh doch irgendwo ein. Wo bist du gerade? Hier. Gehst jetzt erstmal arbeiten, ne? Du gehst jetzt erstmal arbeiten und dann müsstest du doch eigentlich dein Zuhause finden, oder? Wird weiter gearbeitet. Wird weiter gearbeitet. So, jetzt tu mir mal einen Gefallen und zieh mal ein. Dreierschicht. Ja? Tiefe Minen in den Fels geschlagen. So, jetzt aber, oder? Immer noch nicht. Kein Wunder, dass die immer unzufrieden sind, wenn die ganze Zeit arbeiten. So, und? Immer noch nicht. Die ist sehr fleißig. Hilft uns jetzt aber gerade überhaupt nicht weiter. Na komm. Wie kann man nur mit leerem Magen arbeiten? Hm? Gundroda, was ist denn los? Komm, die letzte Kiste jetzt. Komm, mach mal. Okay, gut. Das beobachten wir nicht länger. So viel Zeit haben wir nicht. Die Kirche wird weitergebaut. Okay, das passt. Das passt. Hier ist noch nichts fertig, ne? Ne. Ist noch nicht fertig. Okay. Kein Zugriff auf Housing. Ich weiß, Kind. So, jetzt kommen wir mal. Jetzt. Das Trinken. Das ist schön. Und. Ja. Perfekt. 35 Meter. So. Aber wieder ein paar Menschen glücklich gemacht. Na, so muss es sein. So muss es sein. So, hier läuft's. Bis auf die Kirche. Das hier dauert noch. Oh, guck mal. Wieder ein Stück weitergekommen. Und dann bin ich überlegen, wo lagern wir das ein für den Händler? Können wir das nicht hier so ein bisschen reinballern? Lagerung. Hier Golderz. Golderz. Den aktiviere ich erst, wenn wir gefördert haben. So, Golderz. Was kriegen wir denn? Haben wir denn überhaupt? Ich mache hier wieder 5 Schritte im Voraus. Handel. Wie schaut es denn aus? Ach, nix, ne? Das ist echt nicht. Nee, da müssen wir echt gucken. Da müssen wir echt gucken, ne? Kaufen. Da. Ihn hier brauchen wir. Okay, das geht in Ordnung. Das müssen wir erstmal erwirtschaften. Und dann haben wir hier noch eine Einnahmequelle. Das ist in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Holz. Holz könnte man ja auch verkaufen, ne? Da haben wir ja mehr als genug. Hier, guck mal. Skulpturen. Wir könnten nur Skulpturen... Nee, die verkauft er. Schade.
das ist auch so ein Quatsch, ne? Milch bringt mehr als Werkzeug. Das ist Quatsch. Fässer. Steinblöcke 6. Schmuck wäre natürlich ideal. Schwerter sind richtig gut. Eins nach dem anderen. Hätte ich gesagt. Eins nach dem anderen. Guck mal, 25 für Buntglas. 25 für Buntglas. Ist natürlich nicht die Welt, ne? Das ist natürlich nicht die Welt. Da, Glas. Wir könnten... Da, der hat aber nichts wirkliches. Tolles. Aber das mit dem Glas. Lass noch mal gucken, wie wir das eingestellt haben. Glas. Hier. Haben wir momentan 5 Stück. Ah, 5 Stück. 5 Stück. Können wir das noch in irgendeiner Art und Weise steigern? Aber da sind schon 2 drin, ne? Kohle. Es fehlt an Kohle. Es fehlt an Kohle, das wiederum bedeutet, hier, wir können hier noch 2 Köhler einsetzen, die ein bisschen mehr Kohle produzieren, das wäre gut. Das wäre gut. So. Das dürfte jetzt fertig sein, oder? Nein, noch nicht? Okay. Noch nicht fertig. Schwierig, aber es ist natürlich jetzt auch wieder eine schöne Herausforderung, ein bisschen mal mit dem Handel rumzumachen und uns wieder einen großen Puffer aufzubauen, dass ich auch wieder weiterbauen kann, weil die Gebäude kosten natürlich alle Geld, ne? So ist es ja nicht. So. Okay. Wie holen wir eigentlich momentan aus dem Berg? Quarz hätten wir genug. Wir hätten Quarz genug. Salz im Auge noch, okay. Kohle ist momentan echt Manko. Kohle ist momentan nicht so gut. Aber die lagern wir doch ein, oder? Ja. Lagern wir da ein. Wie schaut es mit der Kohleproduktion hier hinten eigentlich aus? Da könnten wir auch noch einen reinsetzen. Der hat gerade kein Holz. Ist aber genug da. Okay. Ist genug da. Ja, das wird. Komm, das lass uns das mal im Auge behalten. So. Goldvorkommen ist gebaut. Dann können wir jetzt dann hingehen. Aber die haben schon einen verdammt langen Weg, ne? Die haben ein bisschen längeren Weg. Können wir die nächste Siedlung hochziehen. Ich würde sagen, wir setzen erstmal hier 2 Leute rein. Die das Gold machen. Und dann lassen wir das für den Handel. Ein Träger, der sich um das Gold kümmert. Und dann können wir im Handelsfenster jetzt mal schon mal einschalten. Wir können es ja schon mal einschalten, ne? Nee, Quatsch, wir müssen ja erstmal hier 80 brauchen wir. 80 brauchen wir.
Einer reicht. Einer reicht. So, erstmal hier auffüllen. Ja. Da soll mal hier aufgefüllt werden. Weil 80 dauert schon eine Zeit, ne? Wie viel haben wir denn? 4. Ja. So, ja. Das kann sich etwas ziehen. Vielleicht sollte man ihnen hier noch ein Häuschen hinsetzen. Dann haben wir hier so einen kleinen Mittelweg, ne? Dann hätten wir hier einen kleinen Mittelweg. In der Mitte liegt die Kraft. So, wer arbeitet hier? Zack. Leibeigene, Leibeigene. Gut. Das klingt auch gut. So, und dann würde ich sagen, bauen wir ihnen hier ein kleines Häuschen hin. Ja. Resident Evil. So. Guck hin. Darauf habe ich ja schon gewartet. So, dann haben die hier ein kleines Häuschen. So. 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 Zack. Bauen. Sehr wohl. Das wäre dann in Ordnung. Ja, dann müssen die einmal noch hier hinlaufen. Sich glücklich machen. Und dann geht das schon. Und wir haben hier so einen kleinen Eyecatcher. Okay. Das passt. Fisch schaut auch nicht mehr so gut aus, wie er mal ausgeschaut hat. Deswegen würde ich fast sagen, huch. Da haben wir ja Fische. Da ist sowas. Da haben wir ja Fische. Und 228 Meter. 228 Meter. Wo seid ihr jetzt reingezogen? Wo seid ihr hingezogen? Wollen wir wetten? Ach, guck. Echt? Wirklich? Da rein? Na gut. Wenn ihr euch mit Dieter versteht, ja, dann ist es ja kein Problem. Aber der Weg ist halt sehr weit, ne, Kinders. Das will ich euch wirklich nicht zumuten. Ist das Haus fertig? Nee, ne? Nein, noch nicht fertig. Sobald das Haus fertig ist, schmeiße ich euch aus dem Wohnwagen wieder raus. Jetzt ist fertig, oder? Jawohl, das passt. Dann würde ich sagen, ach, guck. Ach, das habt ihr jetzt mal eigenständig gemacht. Ja, das ist ja schön. Das ist doch mal schön. Dann können wir da ihnen hier noch einen Brunnen hinsetzen. Brunnen vor dem Tore. So. Zack. Kleinen Brunnen noch dazu. Bauen. Und dann wird das. So, jetzt haben wir hier Fischchen. Ne, weil ich mir gedacht habe, wir könnten doch mal hier Fisch und Chips. Da. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich habe doch die... Oh mal. Quatsch. Ich habe doch die Mod, habe ich doch aktiviert gehabt. Habe ich gemacht. Bin ich mir sicher. Maisfarm, Kürbisfarm, Apfel, Salt and Brained, Fischerhütte, Brunnen. Habe ich die nicht aktiviert? Ja, dann machen wir es in der nächsten Folge, ne? Käserei, Milchhof, Bäckerei, Windmühle. Lass mal unter Mods gucken. Medieval, Nature, Window, Fantasy, Aladdin, platzierbare Häuser. Was war das? Häuser mit vielen Funktionen. Stonegate, tralala, tralala. Ne, da muss ich noch gucken. Da muss ich noch mal gucken. Gut, das muss man dann verschieben. Ich kann es mir eh nicht leisten. Kannst mir doch eh nicht leisten. Sind wir doch mal ehrlich. Ne? Sind wir doch einfach mal ehrlich zu uns selber. Gut. Okay. Dann haben wir ja hier noch die Kirche. La Kitchen. La Kitchen.
Geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. So hat man nicht Holzfenster auch. Tolle Holzfenster hat man, ne? Wir haben Round, aber das ist zu klein, ne? Das war nur so mini-bidi. Ja, ist zu klein. Was haben wir denn hier? Können wir da nicht zu zwei reinmachen? So, einmal hier. Ja. Und einmal hier dann. Ungefähr so. So. Das können wir dann erstmal wegnehmen. Ja, das muss noch ein bisschen weiter rüber. Nee, komm, lass die mal schieben. So. Oder warte mal. So. Na komm. Hallo. Hallo. So. Und dann hoch. So. Und du dann auch einmal hoch. So. Ja, da schaut es dann gleich aus. So, ein bisschen weiter rein. Nochmal kontrollieren, das passt. Ja, guck mal hin, viel besser. Jetzt können wir das nämlich auch mit dem Runden machen. Ein bisschen noch. So. Ja, guck hin. Passt doch. Das passt. Bauen. Ja, jetzt schaut's nach einer Kirche aus. Das ist in Ordnung. So können wir das lassen. Gut. Huiuiuiui. So. Es beruhigt sich langsam alles wieder. 600 Taler. Gold? 40. Haben wir schon 40? Dann können wir in der nächsten Folge den Handelsweg freischalten und dann können wir mit Gold handeln. Das bringt uns auch wieder ein bisschen Geld rein in die Kasse. In die Kasse. So, Glasscheiben haben wir 17. Das ist okay, aber Kohle macht mir ein bisschen Kopfschmerzen. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen gegensteuern. Ja. Müssen wir leider. Gut, Kinders, dann würde ich sagen, für diesen Sonntag haben wir es mal wieder geschafft. Wir sind einwandfrei durch die Folge durchgekommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder am Dienstag. Juhu. Na, ich freue mich. Habt noch einen schönen restlichen Sonntag. Na, und dann habe ich das auch mit dem Fisch hingekriegt. Na, also mit den neuen Fischhütten. Das schaut schon schön aus, ne? Kannst du nicht meckern, ne? So idyllisch. So schön ruhig. Also gut, Kinders. Apropos Ruhe. Ich halte jetzt meinen Mund. Wünsche euch einen schönen restlichen Sonntag und dann bis Dienstag. Tschüss. Was ist denn los? Ja, genau richtig, ne? Bis dann. Tschüss.